Ja, wissen alle, wie das mit der Wahl funktioniert? Das erlebe ich oft auf so Veranstaltungen mit jungen Leuten. Was muss ich überhaupt wählen? Wie viele Stimmen habe ich und so? Wissen das alle? Oder gibt es jemanden, der jetzt sagt, eine Erklärung wäre noch gut? Schweigen, schweigen, schweigen. Das deute ich jetzt mal so als, das müssen wir nicht mehr erklären, ne? Also ihr habt auf jeden Fall einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin in Karst zu wählen. Die könnt ihr wirklich auch ganz gezielt, also die Personen, die hier stehen, das gab es nicht immer in der Gemeindesatzung, glaube ich, ne? Bürgermeister direkt oder wie war das? Geschichte, wer ist gut? War immer so? Ab 99. Ah, danke, er wusste es. Ich habe mir selber noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ihr sammelt eure Gedanken jetzt mal und wenn da gleich noch Fragen sind, bitte, wir schießen die ab. Einzelne haben mir gerade erzählt, ihr hättet schon alles gefragt, ihr wolltet nichts mehr wissen. Ich glaube das nicht. Wir wollen das gleich noch ganz schnell testen. Ich mache einen ganz schnellen Check mit allen, die hier stehen. Und zwar gebe ich euch einen halben Satz und in der Reihe links, rechts kommen schnelle Antworten dazu. Ich fange mal da hinten an beim SPD-Kandidaten. Ich muss mir mal selber noch sortieren. Lars Kuhlmeier, zweimal Lars hier in der Runde. Das erste Wort im Leben, was ich sprechen konnte, war? Schmetterling. Nina. Mama. Mama. Baum. Baum. Ist ja ulkig. Mama. Okay. Lars Christoph fängt jetzt an. Meinen Eltern zu verdanken habe ich vor allem. Meinen Eltern zu verdanken habe ich vor allem eine behütete Jugend. Ja, ein schönes, eine schöne Jugend mit viel Freiheit. Ein sehr offenes Haus und Liebe. Mein Witz und meine Locken. Eine glückliche Kindheit und dass ich von Westfalen dann hier mit 12 Jahren rüberziehen durfte in schöne Rheinland, in schöne Garst. War es so schrecklich in Westfalen? Nee, ne? In der Schule habe ich es geschafft. Viele Freunde zu finden, eine gute Bildung zu bekommen und alle Möglichkeiten zu haben, die ich heute im Leben habe, um was im Leben zu erreichen und heute auch vor euch allen hier zu stehen und mich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben. Ich habe es geschafft, die Qualifizierung fürs Medizinstudium zu kriegen. Und ich habe es geschafft, fast jeden Tag einmal rausgeschmissen zu werden. Habe ich jetzt richtig verstanden? Fast jeden Tag einmal vor der Klassentür? Ja, es waren dann immer nur so 1-2 Minuten, aber wer mich kennt, weiß, dass ich recht gerne rede. Das war auch damals schon so und irgendwie meine Stimme trägt halt ziemlich. Insofern, selbst wenn der Rest der Klasse auch geredet hat, dann war immer so, ach Nina, geh doch mal kurz 2 Minuten raus, wir brauchen mal Pause. Also, lässige Schule, die das macht, ja. In der Schule habe ich es geschafft, Ursula Baum. Ja, dass mein Religionslehrer immer sagte, in Religion darfst du mit mir diskutieren, in Geschichte hältst du deine Klappe. Der war Religionspatre, war der. Ja, schon spezielle Fragen zu stellen, das war schon ein bisschen außergewöhnlich, glaube ich, in der Schule und natürlich die Voraussetzung zu bekommen zu dem selbstständigen Beruf, was ich jetzt habe. Mein Abi am GBG zu machen und das, obwohl ich mehr als einmal morgens erst nach Herrn Kummer zum Mathe-LK gekommen bin. Ach so, ein Spätaufsteher auf gut Deutsch. Ja, Unpünktlichkeit war damals schon so ein bisschen Eigenschaft, ja. Meine größte Jugendsünde war, Lars Christoph. Jetzt werden wir erstmal rot und dann können wir was sagen, ne? Ja, Jugendsünde jetzt nicht, aber wenn wir jetzt gerade bei der Schule sind, wir hatten uns mal dann zu Abi-Zeiten mit 6 Leuten die Haare alle blondiert. Das war eine ganz witzige Geschichte. Billy Idol-Schnitt oder so, ja. Größte Jugendsünde. Ja, weiß ich nicht, wir waren in der Landjugend und da ging es schon rau her. Wir haben eigentlich fast ständig irgendwas angestellt. Das Schlimmste von allem. Boah, das... Okay, das verraten wir hier heute nicht. Ich merke schon, schwer drüber zu reden. Ne? Gut, Gerhard Spitz, ich entlasse Sie aus dem Zeugenstand. Jetzt aber Ursula Baum. Ja, wir waren mal in der Jugendherberge und dann war das so, dass wir die Zimmer mit den Jungs getauscht hatten. Es gab einen Jungstrakt und einen Mädchentrakt und der Lehrer, der dann später reinkam, war leicht überrascht, dass wir getauscht hatten. War hat uns dann ein bisschen Ärger eingehandelt, aber war okay. Nina Lenhoff. Ich,
glaube, da hätte ich nur teilweise getauscht und eher gemischt, aber das ist eine andere Sache. Also meine größte Jugendsünde war wahrscheinlich, dass ich meine Abi-Vorklausur in Geschichte gebläut habe. Wie macht man das denn? Ja, ich kam dahin, also wir hatten zwei Schulen, die kooperiert haben. Ich komme aus Münster und ich musste vom Schiller dann zum Stein fahren und etwas weiter noch war ein Café, wo wir uns immer sehr gerne getroffen haben, wenn wir mal eine Freistunde hatten, sonst natürlich so. Und dann fuhr ich so dahin, ich wusste, ich muss diese Klausur schreiben und dann ich hatte echt so überhaupt keinen Bock. Und dann bin ich statt an der Schule dann links abzubiegen, bin ich dann weiter zu dem Café gefahren. Und, wo schon 20 andere saßen. Das ist, ich kann das jetzt sagen, weil es ist ja schon 25 Jahre her. Ne? Da saßen schon 20 andere, allerdings keiner aus meinem Geschichtskurs. Okay. Also die Sache ist die, es war völlig in Ordnung. Ich habe die natürlich nachgeschrieben und es war, die war auch sehr gut. Insofern ist mir das dann verziehen worden. Und Lars Kuhlmeier traute sich an eine Jugendsünde. Ob es eine richtige Sünde ist, mag man bewerten, aber ja, ich glaube, Jugendfreizeiten bzw. Klassenfahrten, das ist mal der Klassiker, wo man natürlich solche Sachen schon mal macht. Und in den späten 90ern, als ich dann in der Oberstufe war, da war es auch schon mal ja, ganz spannend, dass man dann anfing, irgendwie Zigarren zu rauchen. Und das haben wir dann auch schon mal irgendwo auf dem Zimmer gemacht, wo man es natürlich nicht durfte. Und da ich ansonsten eigentlich Nichtraucher bin, hat es natürlich dann auch zu gewissen Ergebnissen geführt, die nicht so gut waren für mich. Okay, machen wir direkt weiter. Meine erste politische Aktion war was? Das war, Anfang der 80er war ich mit auf einer Demo, damals gegen den NATO-Doppelbeschluss. Ah, waren wir zusammen wahrscheinlich. Ja, passt so. Ich habe 91 gegen den Irakkrieg demonstriert. Da war ich 15, da waren wir dann im Winter sehr kalt draußen ganz lange unterwegs und das war meine erste Aktion. Okay. Ja, ich habe 94 ist meine Tochter geboren und da habe ich mich schon über den Radverkehr in Kars geärgert, weil wir sind nämlich mit dem Anhänger durch die Gegend gefahren und kamen nirgendwo durch. Und die Radwege waren auch nicht so fürchterlich gut und ja, so ein Kind hinten drin und das war dann, hat dazu geführt, dass ich auch unter anderem in die Politik gegangen bin, weil mich solche Sachen extrem geärgert haben. Ja, wir haben uns sehr viel diskutiert an Stammtischen und an den Theken und so weiter, unser Unmut da kundgetan und da war ich, glaube ich, immer vorne mit dabei, aber meine erste große Aktion ist eben hier die Kandidatur. Och, tatsächlich, eine späte Einsicht in die Politik zu gehen, das ist ja interessant, ne? Ja, bei der CDU, wie ist es da? Meine erste Aktion war der Einsatz für einen öffentlichen Grillplatz in Kars. Da war ich ja ganz junger JU-Vorsitzender und da haben wir das schon versucht durchzusetzen. Dann ist er mal kurzzeitig an der gleichen oder an der ähnlichen Stelle, wo er jetzt ist, in der Nähe vom Forsterwald, auch realisiert worden. Da hat man dann aber seinerzeit dann so einen Gartengrill dahingestellt seitens der Verwaltung, der dann irgendwie nach 2 Wochen zerdeppert wurde. Und dann war das Thema erstmal über mehrere Jahre beerdigt und jetzt seit einigen Jahren gibt es an gleicher Stelle ja auch wieder einen öffentlichen Grillplatz. Jetzt gucken wir schnell auf den Charakter. Was ich gar nicht leiden kann, ist Unehrlichkeit. Ja, da hätte ich jetzt auch gesagt, aber das ist alles relativ. Auch Unehrlichkeit, okay. Jemand nicht loyal ist. Loyal kennt das alles Wort, ja, ne? Super. Ich mag keine Angeberei. Ja, ich mag es nicht, wenn Menschen sich schlecht benehmen, und zwar absichtlich schlecht benehmen und es wissen, einfach nur um andere zu provozieren. Mein größtes Talent ist? Ich kann anderen Menschen sehr gut zuhören. Das ist eine Gabe, ja, stimmt. Ich kann Leute gut zusammenbringen und kann sie begeistern für Sachen. Ja, Hartnäckigkeit, weil wenn ich mal so ein Ziel vor Augen habe, dann versuche ich das auch zu erreichen und da ist immer so, der Mensch steht für mich im Vordergrund und den versuche ich voranzubringen und da bleibe ich sehr hartnäckig für manche Menschen, um für die dann auch etwas zu erreichen. Ja, bei mir ist auch, ich möchte etwas bewegen und das schaffe ich dann auch mit Hartnäckigkeit, mit Ausdauer. Würde eher auch bei mir Ausdauer oder auch eine ja, gewisse ja, Fähigkeit, auch Sachen sehr genau und dauerhaft nachzugehen, wenn sie mir wichtig sind, bis sie umgesetzt sind.
Wir bleiben so ein bisschen bei dem Thema. Hier stehen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterkandidaten von Karst. Führungsqualität heißt für mich. Sachen mit den, jetzt gerade auch als Bürgermeister, mit den Fachleuten in der Verwaltung gemeinsam zu besprechen, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und dann diese getroffene Lösung auch engagiert voranzutreiben. Ja, ich werde auch hier vor allem mit den Bürgern reden, die jeweils vielleicht da betroffen sind bei bestimmten Sachen und diese Sachen ausdiskutieren, Fragen stellen und natürlich auch meine Ideen dann mit einbringen. Menschen mitnehmen, weil in der Verwaltung sind ja ganz viele Menschen, die auch dort arbeiten und man kann nicht einfach sozusagen von oben bestimmen, was gemacht werden soll, sondern man muss die Menschen einfach fragen, was sie wollen und das gilt genauso für die Bürger und dann kann man gemeinsam mit denen viele Sachen auf den Weg bringen und man ist dann meistens so derjenige, der den Schritt nach vorne geht und alle einsammelt. Für mich ist Führungsqualität, dass man den Leuten genau die Aufgabe zutraut und auch überträgt, die sie oder er auch schaffen kann. Und gerade in so einem großen Rathaus mit 500, 600 Leuten, da muss man gucken, das kann man natürlich nicht alles alleine machen, aber man muss die Leute motivieren und begeistern dafür, zeigen, worum geht es mir und dann soweit die Aufgaben wirklich verteilen und runterbrechen, dass man sagt, ich glaube, du kannst das besonders gut. Und ich glaube, wenn man das vermittelt und wenn man das zeigt und auch vorlebt, selber als Vorbild, dann ist das eine gute Art und Weise, so ein Rathaus zu führen. Ja, ich halte es für sehr wichtig, dass man auf der einen Seite natürlich ein Vorbild ist, weil man muss ja auch sagen, wohin möchte man, wohin geht die Reise. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, wie ticken die einzelnen Mitarbeiter, wie kann man für die Menschen da sein, wie kann man ihnen natürlich die richtigen Aufgaben zuweisen und wie erkennt man vor allem, wenn mal irgendwo es hakt. Das heißt, Probleme rechtzeitig erkennen und auch gegensteuern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei Führungsverantwortung. Vorletzte Frage von meiner Seite ist, wenn ich in der Politik scheitern werde, dann? Habe ich super Erfahrungen gemacht und werde trotzdem weiter in der Politik auf jeden Fall erhalten bleiben. Also, wenn ich jetzt nicht als Bürgermeisterin gewählt werde, sehe ich das nicht als Scheitern in der Politik, weil ich natürlich im Rat der Stadt erhalten bleibe und mich dafür einsetzen werde, dass hier grüne Themen durchgesetzt werden, dass hier grüne Themen immer, immer mehr zu sagen haben und immer mehr mitgedacht werden. Und das ist mir wichtig, das ist für mich kein Scheitern dann, das ist halt dann keine Bürgermeisterin sein, aber abgesehen von der Politik habe ich ja auch noch meinen Job als Ärztin, dann werde ich das sehr, sehr gerne weitermachen. Ja, also mir wird es auch nicht langweilig werden und ich würde das auch nicht als Scheitern ansehen, weil wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie und das ist ja das Gute daran. Es stehen 5 Leute, die können gewählt werden, wir haben noch mehr Parteien, die können gewählt werden und ich persönlich lebe extrem gerne in einer Demokratie. Ich möchte niemals in einer, in einem Staat leben, wo ich nicht mitreden kann, wo ich nicht gehört werde und von der Seite her, ich würde sagen, das hat hier überhaupt nichts mit dem Begriff Scheitern zu tun, sondern das ist wirklich ein demokratischer Vorgang und den finde ich absolut toll. Ja, und wenn ich nicht gewählt werde, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, ich habe einen Verein, also mir ist auch nicht langweilig. Ja, ich möchte meine Umwelt mit meinen Fähigkeiten gestalten und auch gerne politisch weitermachen als Stadtrat, wenn die Wählerinnen und Wähler das möchten. Würde ich gerne meine Ideen da auch einbringen. Dann war das auch nicht so, haben wir sehr viel gelernt jetzt in dem Rahmen der Kandidatur. Und das würde ich dann meine Erfahrungen da mit einbringen in meiner politischen Tätigkeit, die dann quasi nebenher ging, neben meinem Beruf, der sehr schön ist, und meine Familie natürlich, das ist auch wichtig. Dankeschön. Ja, mir macht mein Beruf als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht auch viel Spaß und von daher sollte ich nicht gewählt werden als Bürgermeister, werde ich einfach mit viel Freude den Job weiter ausüben.
Die letzte Frage ist natürlich an all die Maskenträgerinnen und heute Abend, die hier auch im Raum sind. Die Corona-Pandemie hat mich gelehrt. Dass viele Gewissheiten ganz schnell über den Haufen geworfen werden können und dass ja, etwas über einen herbrechen kann, wie jetzt diese Pandemie, was man sich so vorher gar nicht vorstellen konnte, was auch Veränderungen hervorruft, die man sich so nicht vorstellen konnte, aber was auch Kreativität hervorruft. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Außengastronomie, was mir da direkt in den Sinn kommt, da haben Kneipen über Jahre darum gekämpft, dass sie ein paar Quadratmeter mehr Außengastronomie bekommen. Und da wurde immer gesagt, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und dann kommt die Pandemie und jetzt sagen wir, müssen denen alle helfen und schwupps geht das. Also von daher gibt es auch positive Aspekte, die so eine, ja, ein neues Ereignis, was über einen herbricht, dann mit sich bringt. Ja genau, das ist das Stichwort, was Herr Lars-Christoph gerade sagt, ne, dass man die Chancen besser nutzt, hier auch vor Ort, dass man nicht weit wegfahren, fliegen muss, sondern dass es vor Ort auch schöne Möglichkeiten gibt, in Parks, in Gärten sich wohlzufühlen und dass man die auch dann entsprechend besser machen kann, gestalten kann und die Möglichkeiten hier ausbauen. Und das ist eigentlich eine ganz positive Erfahrung, um gleichzeitig auch für die Umwelt was zu tun, weil man fährt nicht so viel, man bleibt halt vor Ort. Und das ist, glaube ich, das passt zusammen eigentlich. Danke. Ja, dass die Digitalisierung nach wie vor nicht so weit fortgeschritten ist, wie es sein sollte, das haben wir in den Schulen ganz extrem gemerkt und das ist etwas, wo wir sehr dran arbeiten müssen. Was mich menschlich dabei unheimlich erfreut hat, ist, dass die Caster, Forster, Büttger, Holzbüttger und Riecher so zusammengehalten haben und so untereinander geholfen haben, weil es waren viele Leute, die nicht rausgehen konnten, die nicht einkaufen gehen konnten und ich glaube, dass wir hier in einer tollen Stadt leben. Ja, mich hat die Pandemie gelehrt, dass man, wenn es wirklich notwendig ist, auf Krisen mit ganz, ganz schnellen Maßnahmen reagieren kann. Das ist natürlich nicht ideal, ich wünsche mir auch keinen Lockdown oder so. Es hat mir nur den Mut gegeben, zu sagen, wenn wir das mit der Corona-Krise so geschafft haben, dann werden wir es auch wahrscheinlich doch schaffen, auch wenn das im Moment in meinen Augen etwas unwahrscheinlich wirkt, ehrlich gesagt, aber dann werden wir es doch schaffen, auch auf die Klimakrise noch rechtzeitig zu reagieren. Und wenn wir jetzt anfangen damit und jetzt diese ersten Schritte gehen, und es sollten ja schon nicht die ersten Schritte sein, sind es aber wenn wir jetzt sagen, wir tun jetzt was, dann habe ich die Zuversicht, dass wir nicht warten, bis dann solche drastischen Maßnahmen wie jetzt bei der Corona-Krise notwendig sind. Ja, jetzt sind schon ganz viele Sachen gesagt worden, die ich glaube ich alle unterstreichen kann. Deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen schwer, am Ende da noch was nachzulegen, aber vielleicht zwei Dinge. Zum einen, dass man viele Dinge nicht auf die lange Bank schieben sollte. Das hat man speziell bei Fragen der Digitalisierung gesehen, wo wir natürlich massiv hinterhergehängt haben, bei denen wir einfach hätten schneller sein müssen. Sollte man einfach nicht tun, gerade in der Politik, dass man solche Sachen dann sagt, das mache ich in 3 Jahren oder so. Das ist auf jeden Fall kein Weg mehr. Wir müssen einfach wissen, dass wir bei solchen Sachen sehr schnell reagieren können. Was mir außerdem aufgefallen ist, ist, dass man Dinge manchmal noch besser und auch schneller kommunizieren muss, dass man erklären muss als Politik, dass man eben nicht einfach Entscheidungen nur treffen kann. Das haben wir gerade gesehen, als die ganzen ersten Maßnahmen eingetreten sind, dass es doch auch bei vielen Menschen eine große Verunsicherung gab. Und da muss man einfach besser werden oder da müssen wir alle besser werden und viel, viel schneller erklären, warum wir diese Entscheidung jetzt getroffen und auch mal ehrlich sagen, wenn man vielleicht eine Antwort nicht hat direkt auf etwas, ob das jetzt nun wirklich die perfekte Lösung ist direkt bei so einem Lockdown, weil man noch nicht weiß, wie die Verbreitung von einem Virus ist an der Stelle, dass man einfach sagt, okay, ich weiß es noch nicht, aber das, was wir jetzt tun, tun wir nach bestem Wissen und Gewissen und dafür bitten wir einfach um Zustimmung. Diese Überzeugung, dass man einfach schnell erklären muss und vielen Menschen mitnehmen muss, das, glaube ich, sollten wir alle mitnehmen und im Nachhinein vielleicht auch, wie Jens Spahn es gesagt hat, auch wenn er meiner Partei nicht angehört, wir werden wahrscheinlich nachher vielen unter uns auch nochmal Sachen verzeihen müssen. Ja, das waren jetzt so ein paar Eindrücke, die ich für euch versucht habe aufzugreifen, damit ihr auch die Kandidatinnen und Kandidaten ein bisschen kennenlernt. Was für eine innere Haltung, was für Werte verkörpern diese Leute? Das ist beim Wählen von Personen, finde ich, auch immer sehr wichtig. Und daher nochmal danke für die teilweise auch sehr offenen Antworten, die wir heute gehört haben. Jetzt schiele ich nochmal zu euch allen. Ihr habt jetzt praktisch nochmal eine Gelegenheit nachzulegen, sei es, weil am Tisch was
nicht gut oder unbeantwortet geblieben ist oder euch fällt jetzt noch ein Thema ein, das da habt ihr noch gar nichts zu gehört vorhin in der Runde, dann wäre jetzt die Chance, dass ihr das nochmal vorbringt. Ich komme auch euch gern mit dem Mikro entgegen, ziehe mir dann aber die Maske wieder auf, damit wir möglichst keimfrei miteinander, virenfrei umgehen. Jetzt schaue ich mal, hebt einer irgendwie noch die Hand? Super, Augenblick. Jetzt komme ich zu dir, ich hoffe, das klappt trotzdem. Ich habe einfach nur eine generelle Frage zu der Veranstaltung. Also wie kam es zu der Konstellation? Also zum Beispiel, wieso ist die Linke, also die Linke hat auch einen Kandidaten, oder? Hat die Linke einen Kandidaten? Hat die Linke einen Bürgermeisterkandidaten? Also es sind alle Bürgermeisterkandidaten hier, die es gibt. Okay, danke. Genau, also die Parteien sind mehr, das habt ihr ja mitgekriegt, aber das sind die wirklich jetzt umfassend alle Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Gibt es noch Verständnisfragen, Nachfragen? Ihr habt ja vorhin, habe ich gesehen, an den Tischen sehr lebendig auch miteinander gesprochen, diskutiert zum Teil sogar. Es waren Themen wie Digitalisierung, habe ich gerade auch noch mal gehört, ganz wichtig. Klimaschutz habt ihr durchgesprochen, hoffe ich. Von dir kommt noch was, okay? Der Haushalt wird ja wahrscheinlich kleiner werden durch Corona. Und die Frage ist, auf welches Thema legen die einzelnen Kandidaten bei der Haushaltsgestaltung den Fokus? Also das würde ich jetzt so ein bisschen verstehen, als es gibt Schwerpunkte möglicherweise. Könnt ihr das irgendwie so, nicht, dass wir jetzt eine Haushaltsrede halten müssen, aber so, dass ihr sagt, das ist uns beim Geldausgeben in Kast am allerwichtigsten und dann kommen andere Themen. Sollen wir das so versuchen, mal weiterzugeben? Wer traut sich eine Antwort? Bitte schön. Lars Christoph fängt an. Also erstmal ist wichtig, dass wir, das hatten wir eben auch schon mal am Tisch besprochen, man kann nur das Geld ausgeben, was wir haben. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht halten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir trotz der Einbrüche, die wir vielleicht haben, die Einnahmen auch stabil halten. Das heißt zum Beispiel Wirtschaftsförderung, Ansiedlung von Unternehmen, die auch dann hier wieder Steuern zahlen. Das ist das Thema Einnahmen. Und bei dem Thema Ausgaben ist für uns als CDU und auch für mich ganz klar das Thema Bildung total wichtig. Das heißt, dass wir eine gute Ausstattung der Schulen haben, moderne Schulgebäude, gute Sportanlagen, auch das Thema Digitalisierung mit in den Blick nehmen. Das sind so die Themen, die mit Geld verbunden sind, wo wir, glaube ich, Schwerpunkte setzen werden und die mir auch sehr wichtig sind. Wer denn unter den vielen Themen das Top-Thema, wo du sagst, das? Bildung. Bildung, okay. Sollen wir hier einfach weitermachen, ist okay? Oder hatte jemand schneller eine Meldung gezeigt? Bitte schön. Ja, genau. Das ist, mit der Finanzierung war das eine Frage, ja? Die Zahlung, wie machen wir? Welches wäre das Top-Thema, wenn Sie Geld ausgeben und das wäre Ihnen das wichtigste Thema? Ja, hängt eigentlich zusammen. Ne? Die Einnahmen gehen, also die Einnahmen kommen bei mir aus dem, dass man halt Kasser Bürger hier, Kasser Unternehmen hier fördert, die dann auch hier Steuern zahlen. Und das wichtig ist, dass man Unternehmen hier ansiedelt, die wirklich, wo es einigermaßen sicher ist, dass sie hier Steuern zahlen. So, dann hat man erstmal das Geld und dann kann man das ausgeben, zum Beispiel für Radwege ist sehr wichtig, aber auch zum Beispiel Plätze, wo sich Jugendliche treffen können, gerade jetzt bei Corona, dass man vor Ort Plätze schafft, die können ruhig privat geführt werden, aber dem privaten Gastronomen zur Verfügung stellt, um auch mal hier vor Ort ein Jugendtreff zu machen in jedem Ortsteil, das halte ich für sehr wichtig. Habe ich eben aus der Diskussion auch als Wunsch einfach mitbekommen. Also Wirtschaft anlocken, wenn sie da ist, zahlt sie und dann können wir Geld für schöne Sachen ausgeben. Ursula Baum. Ja, bei mir ganz klar Bildung. Allerdings hängt das natürlich auch immer schon mit dem Fachbereich zusammen, den ich schon immer ehrenamtlich mache, Jugend und Familie. Das liegt mir immer am Herzen. Da haben wir ganz, ganz viele Projekte vorangebracht und das werden wir auch sicher weiter tun. Die FDP hat dann des Weiteren das Thema Digitalisierung. Das fällt natürlich, hängt mit allem zusammen. Ja? Digitalisierung zieht sich durch die gesamte Stadt durch, durch sämtliche Bereiche. Und da ist von uns aus gewünscht, dass wir einen Digitalisierungsausschuss machen, der sich dann auch nochmal sehr spezialisiert darauf. Das wäre so ganz klares Thema. Wobei natürlich die anderen Themen auch nicht. Ne? Wir haben bezahlbares Wohnen. Also das ist sicher ein Thema, den ÖPNV stärken, die Radwege machen, also da die Umwelt, Fassadenbegrünung, also ganz viele Themen und wir sind ja sehr viele Fachpolitiker hier, weil wir es alle in unserer Freizeit machen, also wir treffen uns in der Regel alle, glaube ich, mit den Fraktionen montags abends und besprechen dann, wo
und was wir denn gerne machen würden. Und dann hat jeder so ein bisschen so seinen Themenbereich und ich habe Gott sei Dank den mit der Familie und der Bildung und das möchte ich auch weiterhin ganz, ganz stark vorantreiben, weil nur ein Kind hat eine Chance auf eine tolle Entwicklung, wenn es gute Bildung hat. Das kann man immer wieder feststellen. Also einen Schulabschluss muss jeder schaffen. Und dafür sind wir Erwachsenen da, dafür zu sorgen, dass das auch stattfindet. Genauso wie andere Themen, Umwelt etc. Genau, aber ich merke, Bildung, da brennst du für. Nina Lehnhoff. Okay, also zunächst mal Haushalt, ist eine gute Frage, ne? Wir Grünen haben vor einem Jahr den Antrag gestellt, dass wir die Gewerbegebiete von einem Makler vermarkten lassen wollen und haben gesagt, wunderbar, lass uns doch einen nehmen, der hier zum Beispiel das Gewerbegebiet Alt-IKEA vermarktet und uns da Leute reinholt, das verteilt und dadurch dazu führt, dass wir mehr Gewerbesteuereinnahmen haben. So, das Gewerbegebiet steht inzwischen seit, ich glaube, über 2 Jahren leer. Das sind für uns Verluste. Der Makler hätte sich schon längst rentiert, wenn wir jetzt inzwischen ein funktionierendes Gewerbegebiet da hätten oder zumindest Interessenten, ernsthafte Interessenten. Also so viel zum Thema Einnahmen. So, wenn wir die jetzt leider nicht haben, da der Antrag abgelehnt worden ist und da das jetzt irgendwie so stückchenweise passiert, muss man sagen, bei den Ausgaben ist für uns Grüne ganz klar Umwelt- und Klimaschutz vorne. Umwelt- und Klimaschutz und zwar da in dem Fall auch über Energiewende und Verkehrswende. Da wollen wir Geld investieren und das muss investiert werden, damit es einen Wechsel gibt hier. Mir sind vor allem auch die Themenbereiche Bildung und Digitalisierung ganz wichtig, weil ich der Meinung bin, dass Karst eine attraktive Stadt bleiben muss. Es muss eine Stadt für alle sein, in der sie sich zu Hause fühlen, aber in der sie auch Chancen haben. Das heißt, gerade wenn ich auch an junge Menschen denke, dass zum einen die Schulbildung natürlich gut funktioniert, dass das, was in der Digitalisierungsfrage in der Vergangenheit auch verpennt worden ist, damit das möglichst schnell nachgeholt wird, damit man eben sich heute nicht mehr vor die jungen Leute stellen muss und sich eigentlich entschuldigen muss dafür, dass es zuletzt während der Corona-Pandemie eben nicht so gut gelaufen ist, damit sowas nicht mehr passiert. Das ist definitiv ganz wichtig. Im Rahmen der Digitalisierung gibt es natürlich viele andere Punkte, die man da voranbringen muss. Zudem finde ich es unerlässlich, dass wir dafür sorgen, dass Karst als Stadt auch bezahlbar bleibt. Das heißt, dass wir eben bezahlbaren Wohnraum schaffen und das ermöglichen. Das heißt, dass wir durch eine verbindliche Quote auch mit dafür sorgen, dass perspektivisch die Menschen, die hier groß geworden sind oder auch lange hier schon leben und sich verkleinern wollen, dass die hier noch weiter eine Perspektive haben, hier leben und wohnen zu bleiben. Das sind für mich ganz zentrale Punkte dabei. Also ihr merkt so ein bisschen, es gibt ja Schnittmengen zwischen den Parteien und damit könnte man vielleicht schon spekulieren, wenn die dann ne, Gemeinsamkeiten und Themen haben, dass sie dann auch eine Koalition bilden können, wenn es nach der Wahl eine braucht. So, das haben wir jetzt versucht ein bisschen zu beantworten. Ich weiß, das ist schwierig, da müsste man noch viel, viel tiefer einsteigen, aber die Zeit, die will ich euch nicht klauen heute Abend. Gibt es sonst noch Themen, Bereiche, Stichworte oder Unzufriedenheit? Jetzt könnt ihr sie loswerden. Wir haben ja noch ein bisschen über eine Woche Wahlkampf, ne? Das können wir denen jetzt alles mitgeben. Dann müssen die da mal schlecht schlafen und dann können die morgen vielleicht mal neue Antworten erfinden. Aber ich sehe so, ihr seid zufrieden von den Tischen weggegangen. Muss ich das jetzt so interpretieren? Du bist jetzt der Dauerfrager. Du musst jetzt für alle alles fragen, ne? Augenblick. Genau, wenn keiner will, dann darfst du nochmal. Weil das Thema Familie immer wieder angesprochen wird, was ist Familie für die einzelnen Kandidaten? Oh, das ist eine fast schon philosophische Frage. Ursula Baum, du würdest jetzt wahrscheinlich sofort anfangen. Ne? Was ist für dich Familie? Traust du dir? Ja, ne? Ja, Familie ist eigentlich das Wichtigste, was es auf der Welt gibt. Das ist einfach... vielleicht einige wissen von euch, dass ich mich sehr um Flüchtlinge gekümmert habe und ich habe 3 Jahre lang eine Vormundschaft übernommen über einen Jungen, dessen Eltern halt eben nicht da waren. Und wir haben 4 Jahre lang gekämpft, um dieses Kind wieder mit seinen Eltern zusammenzubekommen. Und das Strahlen aller war das absolut wert. Und für mich ist Familie das Wichtigste, was es gibt und ich bin ganz glücklich, dass ich 2 tolle Töchter habe und jetzt 2 sozusagen adoptierte syrische Söhne. Tja, da haben wir ein bisschen zusammen mitgelitten, deshalb erinnere ich mich gut an diese Zeit. Wer kann zum Thema Familie? Hat das Mikro schon an der Nase, bitteschön, Gerald Schmitz. Ja genau, also ich bin eigentlich auch klar ein Familienmensch, als Familienunternehmer hängt das auch zusammen, dass man zusammen sich immer wieder rauft, dass man zusammen wohnt und lebt. Aber ich möchte das auch den anderen ermöglichen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist
eben so ein bisschen angeklungen. Es ist ganz wichtig, dass Menschen, die hier wohnen, die, sag mal, in Sozialwohnungen wohnen, dass auch die Kinder wieder in Sozialwohnungen Möglichkeiten haben, unterzukommen. Aber genauso die in Eigentumswohnungen erwerben möchten, bei ihren Eltern auch die Möglichkeit bekommen. Oder ein eigenes Haus bauen wollen, die Grundstücke zur Verfügung zu stellen bekommen, damit das Kaaser in Kaas wohnen bleiben können und sich die Kinder ihre Eltern besuchen und umgedreht und Enkelkinder ihre Oma und Opa. Das ist ganz wichtig. Kurze Wege, das kann man dann auch mit dem Fahrrad machen und so besteht dann am Ende ein Spitzenheimat und dann ist das Familie und Heimat in einem. Ne? Und dann kann man Schützenfesten feiern, die fahren jetzt so ein bisschen weg, aber dann kann man wenigstens mit der Familie zusammenbleiben, dann müssen auch die Eltern nicht in irgendwelche Altenheime, sondern können dann zu Hause wohnen bleiben, weil sie ja die Kinder in der Nähe wohnen und die Eltern wieder besuchen können. Danke. Mehr Generationen unter einem Dach ist schön. War das jetzt direkt die Wortmeldung? Dann darfst du und dann kommen die beiden Flanken noch danach. Ja, okay. Genau, Herr Schmitz hat das sehr schön gesagt, Familie ist gleichzeitig auch Heimat. Es ist nämlich so, dass meine Familie sich so ziemlich zusammengewürfelt hat. Also meine Mutter kommt aus Kroatien, aus Dubrovnik, die ist dann zum Studium nach Deutschland gekommen, hat meinen Vater kennengelernt. Insofern, ich habe noch zwei Geschwister, dann sind wir zusammen hier aufgewachsen, aber für uns gab es immer quasi zwei Familien, zwei Heimaten, die einfach in der Zeit auch nicht besonders gut erreichbar waren. Wir hatten die Möglichkeit, einmal im Sommer dann dahin zu fahren, dann waren wir 6 Wochen da und dann haben wir den ganzes Jahr nicht gesehen. Und zum Teil war auch die Telefonverbindung noch, ne? Also ich bin jetzt nicht so alt, aber es ist wirklich so, dass früher ein Problem war, manchmal da durchzukommen. Gerade auch, es gab ja da auch Zeiten, wo es dann Krieg gab in Kroatien und so, das war dann noch komplizierter dadurch. Dann haben wir beschlossen als Familie, also als ich meinen Mann kennengelernt habe, dann bin ich direkt 2 Monate später nach Wien gegangen, dann sind wir zusammen nach Berlin gegangen, dann sind wir zusammen nach London gegangen, jeweils so 5, 6 Jahre. Also wir sind sehr viel rumgekommen und ich muss sagen, so etwas, in London sind dann auch die ersten beiden Kinder geboren und inzwischen haben wir 3 Kinder. Also um es einfach so zusammenzufassen, die Familie war völlig unabhängig immer von den Ländern, wo wir waren. Der Faktor, der uns da so die Ruhe gegeben hat, der Faktor, der zusammengehalten hat und wir waren dann füreinander da und das wird auch sein, jetzt sind wir in Karst. Ich hoffe, dass irgendwann mal die Kinder dann auch aus Karst weggehen, so schön es auch ist, aber ich finde das einfach sehr wichtig, das kann ich euch auch nur empfehlen. Geht zwischendurch weg, kommt dann gerne wieder. Ne? Also ich hoffe, dass man sich über diese ganzen Grenzen, Städte, Länder, Kontinente auch hinweg die Familie als so das stärkste Band, was es überhaupt gibt, erhält. Ja, Familie, wenn man es mal so ganz breit nimmt, auch jetzt, sage ich mal, auch als CDU, ist sie letztendlich auch da, wo Leute oder wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, füreinander einstehen. Und deswegen ist auch hier, ich sag mal, im kommunalen Bereich, ist ja schon angesprochen worden, dass wir natürlich sowohl von den ganz Kleinen, also von denen, die in die Kitas gehen, in die Grundschulen gehen, in die Schulen gehen, bis auch zu den älteren Generationen, das auch in den Blick nehmen müssen, dass wir auch für ältere Menschen in Karst Wohnangebote schaffen, die dann im Übrigen wieder Häuser freimachen, die wieder von Familien mit Kindern bezogen werden können. Also von daher ein sehr umfassender Begriff, der, glaube ich, alle Generationen und auch alle Lebensformen, die es bei uns in der Stadt gibt, in den Blick nimmt. Ja, Familie ist für mich der Ankerpunkt im Leben eigentlich. Also für mich persönlich sehr stark meine Frau an erster Stelle. Die ist übrigens Italienerin, ist hier groß geworden, aber hat natürlich ihre Eltern, die damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und natürlich Italien, Bella Familia, das ist das natürlich nochmal eine ganz besonders starke Bindung und da habe ich das jetzt auch in den ganzen Jahren, die wir jetzt zusammen sind, beziehungsweise jetzt auch verheiratet sind seit einiger Zeit, auch gelernt, wie stark die Bedeutung ist, wenn man füreinander wirklich Verantwortung übernimmt, füreinander da zu sein, einander zu helfen, weil nicht immer alles selbstverständlich ist. Deswegen ist für mich das wirklich so ein Ankerpunkt, ein Rückzugspunkt, aber auch ein, der Bereich im Leben, wo man sich mal anlehnen kann, auch wenn man mal einfach ein bisschen Unterstützung braucht, das weiß ich dabei sehr zu schätzen. Darüber hinaus, über die eigene Familie, bedeutet das für mich auch immer, dass da Menschen zusammenkommen, die miteinander verwandt sind, die aber auch miteinander Verantwortung übernehmen. Vollkommen egal, wo sie ursprünglich herkommen, wie sie zusammengefunden haben,
egal welches Geschlecht sie haben, also welcher Kombination, alles das, wo Menschen zueinander stehen, in Liebe zueinander stehen, Verantwortung füreinander übernehmen. Das ist für mich Familie und das ist für mich eigentlich ja, das Zentrum für alle Menschen. Bella Familia, ne? Das ist spannend mit dem Italienischen, das gefällt mir sehr. Also überhaupt kriegen alle von mir so viel Sympathiepunkte jetzt für diese Antwort, dass ich für jeden hier einen Posten, einen Sessel im Rathaus bereitstellen würde. Aber es kann ja nur eine oder einer am Ende das Rennen machen. Es liegt maßgeblich auch an euch, wie ihr euch entscheidet am 13. September. Ihr wisst, wie gesagt, ihr könnt einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin direkt wählen und könnt, ich will ja jetzt nicht auf falsche Gedanken bringen, die Erstwählerinnen und Erstwähler, aber ihr könnt natürlich eine ganz andere Partei dazu wählen. Das hat in Neuss beispielsweise dazu geführt, dass die SPD dort den Bürgermeister im Rathaus stellt, aber im Stadtrat die CDU mit den Grünen regiert. Und das macht es natürlich politisch total spannend, sage ich euch, weil der Bürgermeister kann nicht machen, was er will, weil er sich immer wieder die Mehrheit praktisch neu erobern muss im Stadtrat. Und sowas ist echt richtig schön demokratisch. Also das macht dann auch Spaß, da öfter mal vorbeizugehen. Und die streiten sich herrlich miteinander. Und manchmal sind sie sich auch über die Parteigrenzen hinweg einig, ne? So, ich gucke jetzt auf die Uhr und weil ich weiß, es gibt ein paar Fußballfans heute Abend hier unter uns, die um 7:45 auch vor der Kiste sitzen wollen, Deutschland spielt heute Abend endlich wieder, ohne Publikum, möchte ich die letzten 5 Minuten jetzt nochmal nutzen für Sie und euch. Ihr kriegt von mir jetzt 1 Minute Zeit und ihr dürft jetzt an diese erlauchte Runde eine flammende Rede für Karst halten. Ich dachte erst, jeder muss über den anderen was erzählen, das machen wir aber nicht, ist zu kompliziert jetzt, sondern jeder darf für sich 1 Minute werben und sagen, warum bin ich der Beste, die beste Bürgermeisterin für Karst, ja? Aufgabe erfasst und jetzt ist freie Rede angesagt und der Buzzer geht los. Wer möchte anfangen? Wer ist schon gesammelt innerlich? Ursula Baum fängt an und diese Minute läuft. Ja, ich möchte für alle Bürger weiterhin da sein. Ich mache das schon seit lange. Ich bin stellvertretende Bürgermeisterin und für mich steht der Mensch im Vordergrund, aber ich habe auf der anderen Seite auch die fachliche Qualifikation, weil ich in einer Unternehmensberatung arbeite und seit 16 Jahren Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses bin, sodass ich auch die Verwaltung kenne. Und von der Seite her würde ich mich freuen, wenn ihr mich am 13. September in der Persönlichkeitswahl als Bürgermeisterin wählt. In weltmeisterlich kurzer Zeit. Super, sie denkt an die Fußballfans. Wer traut sich als Nächstes? Du hast das Mikro in der Hand. Bitte schön. Ja, ich mache auch seit 20 Jahren Kommunalpolitik, habe ungefähr in eurem Alter angefangen in der Jungen Union, bin seitdem dabei geblieben, finde es total wichtig, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger, die Jüngeren, aber alle einbeziehen in die Entscheidungen. Ich bringe als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht das Rüstzeug mit, auch eine Verwaltung mit 500 Personen hier zu führen, habe klare Vorstellungen, dass wir unsere Stadt voranbringen müssen in den Bereichen Bildung, Digitalisierung, Wirtschaft, Klimaschutz. Das sind so die 4 Schwerpunktthemen, die ich angehen möchte und würde mich freuen, wenn ich dafür das Vertrauen bekomme, auch neue Wege zu gehen und die Stadt, wie gesagt, gut in die nächsten 10, 15 Jahre zu führen. Für die CDU war das Lars Christoph und jetzt hat er schon das Mikro in der Hand. Gerhard Schmitz von der Baumschule für die FWG, bitteschön. Ja, danke sehr. Ja, ich möchte als Selbstständiger das Unternehmen Stadt Karst als Unternehmer führen, wirtschaftlich, ökonomisch, ökologisch. Das möchte ich zusammenbringen. Ich möchte wirtschaftlich arbeiten, dass wir alle diese ökologischen Aufgaben bewältigen können hier, dass wir Bäume pflanzen können, aber wie gesagt, die Menschen mitnehmen, hinterfragen, wo sind die Probleme und eine neue Stadt entstehen lassen, wo all diese Umweltprobleme gelöst werden, wo der Bürgermeister zupackt und zu einer Chefsache macht. Fluglärm und so weiter. Ich möchte alle diese Sachen, kenne ich als Selbstständiger, zur Chefsache machen. Dankeschön. Es gab ja mal ein grünes Motto, lasst uns einen Apfelbaum pflanzen. Ne? Das ist jetzt für die Baumschule eigentlich eine Steilvorlage. Ich bin gespannt, ob er das dann macht, wenn er das Amt inne hat. So, es bleiben noch 2 über. Wer möchte zuerst? Bitte schön. Ja, Lars Kuhlmeier. Was mich in Karst immer besonders beeindruckt hat, eigentlich seitdem ich damals vor 28 Jahren hier hingezogen bin, war der Zusammenhalt. Das ist, glaube ich, schon was ganz Besonderes hier in dieser Stadt. Das kenne ich aus anderen Städten nicht, wo ich gewohnt habe. Ich bin ja
gebürtiger Westfaler, habe ich eben schon mal gesagt. Und das ist wirklich, glaube ich, eine ganz besondere Sache. Und ich möchte dafür sorgen, dass das genau so bleibt. Diese enge Verbundenheit, dass man vielleicht auch mal miteinander streitet, so wie wir das ja auch tun hier über die Parteigrenzen, aber trotzdem sich gegenseitig in die Augen gucken kann und gemeinsam nach den besten Lösungen sucht. Das ist mir ganz wichtig, dass wir eben einen gemeinsamen Weg finden, um unsere Stadt ja, lebenswert zu halten, um sie weiterzuentwickeln, da wo vieles liegen geblieben ist in der Vergangenheit, was die Digitalisierung angeht speziell, aber auch was die Bezahlbarkeit unserer Stadt angeht. Das ist mir ganz wichtig, dass wir da eben gemeinsam eine gute Lösung finden und dafür sorgen, dass Karst eine Stadt bleibt für alle, die hier leben wollen, die alle, die hierher kommen, damit wir gemeinsam hier weiterhin glücklich zusammenleben können. Für die SPD geht er ins Rennen. Und ich muss eine Lanze für die Westfalen brechen. Beide Eltern sind bei mir Westfalen und die können super Schützenfest feiern im Sauerland. Also das muss ich an der Stelle unbedingt noch sagen. Nina Lenhoff, die Letzte für die Grünen, jetzt zur Bürgermeisterkandidatin gekürt. Warum? Also ich bin Bürgermeisterkandidatin für die Grünen, weil ich finde, dass die Grünen-Themen einfach nicht mehr wegdenkbar sind aus der Politik. Seit 40 Jahren wird es gepredigt, seit 40 Jahren wird es nicht umgesetzt und es wird Zeit, dass jemand es umsetzt. Das nehme ich den anderen Parteien leider nicht ab, weil es bisher ja nicht geschehen ist. Insofern, ich möchte mich dafür einsetzen, dass in Karst Umwelt- und Klimaschutz bei jeder Entscheidung mitgedacht wird, dass wir als Vorzeigestadt vorangehen, dass wir sagen, so ja, wir können dezentral Strom erzeugen, hier ausreichend für ganz Karst. Wir können eine Mobilitätswende hier durchziehen. Die Verwaltung geht als Vorbild voran unter mir als Bürgermeisterin. Und insgesamt wird es dazu führen, dass Grün immer mitgedacht wird, in jeder Entscheidung. Und das ist wichtig, weil ansonsten werden wir hier bald nicht mehr leben können. Ja, das waren 5 Schlussworte. Die sind jetzt natürlich an euch vor allem gegangen, die ihr jetzt das erste Mal wählen dürft. Ich hoffe, ihr habt euch eine Meinung bilden können. Vielleicht hattet ihr ja schon vorher eine. Ne? Die war möglicherweise festgefahren und ändert sich plötzlich. Das kann ja auch noch passieren. Also, man sagt immer so, eure Wahl, eure Qual. Ja, ihr habt viele Stimmen zu vergeben, Sonntag in einer Woche. Und ich drücke euch den Daumen. Einen Stift solltet ihr mitbringen, steht übrigens in der Wahleinladung. Habt ihr das alle gelesen? Ja, man sollte einen eigenen Stift mitbringen wegen der Corona-Geschichte. Und natürlich dann die Kreuzchen setzen, bitte keine Smileys draufmalen oder so, dann gilt das Ganze nämlich nicht. Insofern, ihr habt 5 Meinungen heute Abend nochmal gehört. Ihr kennt die Parteien, lest deren Programme, auch online gibt es spannende Sachen. Ihr könnt den Abgeordneten-Watch, glaube ich, sogar auf Kommunalebene durchführen. Und dann drücke ich Karst die Daumen, dass die Richtige oder der Richtige gewinnt. Also, es hat Spaß gemacht mit euch. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Uns allen ein gutes Fußballspiel und euch viel Erfolg mit der Partei und fürs Amt. Ja, bis demnächst oben im Rathaus. Wer weiß, wer da sitzt.